Sogar bei der letzten SPÖ-Clubklausur hat er sich selbst ein blaues Auge verpasst. Also, wenn einer das Scheitern quasi mit sich mitbringt, dann ist es ein Andreas Schieder. Und das ist auch gut so, liebe Freunde. Und als EU-Kandidat ist er da von Seiten der SPÖ eine reine Notlösung, wobei ich hinzufügen möchte, wahrscheinlich mehr Not als Lösung, liebe Freunde. Und die ÖVP hat ihre Entscheidung noch nicht getroffen, aber man hört, es wird also der Ottmar Karas Spitzenkandidat der ÖVP sein. Also ich kann da viel dazu nur so viel sagen, liebe Freunde, der Herr Karas ist das Problem der ÖVP, nicht unser Problem.